Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Pizza-Video. Wagner Big City Pizza Sydney mit ohne No Meat Today. Vegetarisch ist das Ganze. Und zwar vegetarische Filetstücke, Entschuldigung, sind drauf. Aus Soja, gegrillte Paprika und Barbecue-Soße. Crispy Fluffy Dough. Klingt verheißungsvoll, ist richtig groß und hoffentlich lecker. Ich muss sagen, ich mag diese American-Style-Pizzen. Ich weiß noch, 2008 Pizza Hut in New York. Holy shit. Ich glaube, seitdem habe ich, obwohl in Dortmund gibt es auch so einen American Pan Pizza Laden in der Brückstraße. Ey, Dortmund und der Brückstraße manchmal. Und mag ich wirklich gerne. Ich bin gespannt, wie dir ist. Ich finde die Entwicklung gut mit vegetarisch. Ich habe euch ja auch die vegetarischen und veganen Piccolinos vorgestellt. Die waren auch ganz gut. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ding hier ist. Meat Free, echt Wagner. Okay. Ja, die Pizza ist so big, dass sie gar nicht in den Bildausschnitt reinpasst. Big City Pizza Sydney. Warum auch immer Sydney, keine Ahnung, was das soll. Vielleicht kann mir das eine erläutern. Oh, hier steht es vielleicht drauf. Wir bei Wagner lieben es, Neues zu entdecken. Die neue Städte, neue Leute, neues Essen. Das Ziel unserer Pizzabäckermeister für dieses Mal. Die Metropole dieser Welt. Ach, die Metropole dieser Welt. Inspiriert von ihrem Flair, ihrem Vibe, all den typischen Gerichten, Zutat und Gewürzen haben sie... Was hat das mit Barbecue zu tun? Müsste es da nicht Texas sein? Haben sie in unserer Backstube raffiniert Pizzabelege für unseren innen luftigen und außen knusprigen Pizzaboden kreiert. So ist jede Big City Pizza eine Entdeckungsreise mitten rein in die Metropolen dieser Welt. Immer einzigartig, immer spannend. Was ist das, so ein 0815 Text? Was hat, erklärt immer noch nicht, was das mit Sydney zu tun hat. Die Zutaten, die könnt ihr hier oben sehen. Zerkleinerte Stieltomaten, schnittfester Mozzarella, 12%, also vegetarisch, nicht vegan. Dann haben wir gegarte, marinierte Filetstückchen auf Basis von Sojaeiweiß, 9%. Aromen sind auch dabei und ansonsten viele andere Sachen. Hefe, Zucker, Weizen, Sauerteig. Ihr könnt gerne pausieren und hier mal genauer drauf schauen. Das Wichtigste ist sowas wie 7% Paprika, dann haben wir 2% Barbecue-Soße, Sojaeiweiß. Das geht in die Richtung... Der Piccolinis mit dem Chicken, ne? Die waren doch auch irgendwie Barbecue-Chicken. Das Ganze jetzt hier nur als groß, 425 Gramm. Ich habe sie für 1,80 im Angebot gekauft. Ich glaube, sonst kosten die so 2,50 oder um den Dreh, ja. Ich gebe zu, ich habe öfter keine mehr gekauft. Die Zubereitungshinweise habe ich beachtet. Und hier seht ihr die Nährwerte durchschnittlich wie eben bei einer Pizza. So, jetzt gucken wir mal, wie die gefroren aussieht. Dann kann sie gleich direkt in den Ofen. So, Hallöchen. Ja, Käse sieht soweit ganz gut aus. Hier haben wir die gegarten, marinierten Filetstückchen auf Sojabasis, Paprika. Ja, ich würde sagen, da fehlt hier nirgendwo Paprika. Hier kaum Paprika, hier so ein bisschen Peperoni oder sowas. Paprika sieht jetzt nicht so viel nach Paprika aus und nicht ganz gleichmäßig verteilt. Der Boden gigantisch dick. Könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr für Pizza mögt. Kauft euch gerne so dicke Pizzen oder lieber normale. Ich hau das Ding in den Ofen und dann probieren wir es gleich. Also ich würde sagen, die sieht wirklich gut aus. Ihr seht, die ist jetzt hier am Rand so angeknuspert. Der Mozzarella ist hier dann ja knusprig geworden. Mittig ist das Ganze natürlich noch ein bisschen flüssiger. Hier die Soja-Chunks und sieht gut aus. Riecht auch gut. Richtig dick und ja, jetzt wollen wir es anschneiden. Big Pizza, das ist ja wirklich Programm Big Pizza. Ja, richtig dicker Boden, ihr seht sehr, sehr locker luftig, es dampft und unten richtig schön knusprig, auch so wie wenn... Pan-Pizzen werden ja in so geölten Form gemacht, dann frittiert das von unten so ein bisschen. Hier nochmal die Chunks drauf und alles und das sieht wirklich lecker aus. Jetzt muss es nur noch schmecken. Pizza-Time. Man riecht die Paprika und Oregano oder sowas. Es riecht jedenfalls sehr lecker. Mhm. Sehr knusprig. Ist natürlich viel Gepansche, ne? Verdingst mit Xanthan. Aber das heißt Gepansche jetzt nicht, aber wofür? Für die Soße vielleicht oder so?
Auch hier, es ist ja eine Barbecue-Soße angeblich drauf. Ich finde, die schmeckt so gut wie gar nicht nach Barbecue, sondern so Tomate, Paprika. Ich probiere es mal nur so ein Chunky pur. Es hat so ein bisschen fleischähnliche Konsistenz, aber ziemlich neutral vom Geschmack. Was mir gefällt, je nachdem, wie lange ihr sie backt natürlich, sie ist sehr knusprig, unten wie auch am Rand. Allgemeine Pizza eben für Leute, die Teig gerne mögen. Aber ich finde sie lecker. Also man kann sie essen, aber sie begeistert mich jetzt nicht irgendwie. Also die schmeckt, aber fast jede Pizza schmeckt. Also es gibt keine Pizza, ich meine, es ist Pizza. Es gibt keine Pizza, wo man sagt, wirk, sondern eher so, ja. Also ich finde es, wie gesagt, ganz okay. Die Spinatpizzen so finde ich besser halt. Aber ich denke auch wieder hier als vegetarische Alternative, wobei dann kann man auch die Spinatpizza nehmen. Ja. Wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen, gerade so was die Barbecue-Soße angeht. Und diese Filetstücke, die sehen optisch gut aus, aber die geben geschmacklich irgendwie nicht viel dazu. Das ist eine Pizza mit Tomatensoße, Käse. Wobei der Käse jetzt auch eher mild ist, weil das ist ein Mozzarella. Da gibt jetzt nicht so viel Käsegeschmack dazu. Paprika, Tomate, geschmackloser, ja, wobei eigentlich ist sie vielleicht doch nicht ganz so gut, die Pizza. Sie sieht gut aus, sie ist knusprig, das ist gelungen, aber auch der Boden ist jetzt so geschmacklich auch nur okay. Und es erinnert mich irgendwie sehr an diese Piccolino, die war jetzt auch nicht so gut, von daher. Angenommen, sie macht euch trotzdem an, probiert sie bitte einfach gerne aus. Ich persönlich finde sie jetzt, wie gesagt, nur okay, da gibt es deutlich bessere, aber wie alles im Leben ist das eben auch Geschmackssache. Ja, und Geschmackssache ist es natürlich nicht, dass dieses Video euch hier, obwohl eigentlich ist es vielleicht doch Geschmackssache. Ich hoffe, eurem Geschmack hat dieses Video hier entsprochen. Dann könnt ihr dem einen Daumen nach oben geben und auch gerne ein Abo dalassen für den Support. Herzlichen Dank dafür und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, macht's gut und ciao.